Ganz wichtiges vergessen. Ja, warte erstmal. Premium, ich möchte dich gerne stoppen. Ach du Schande. Confirm. Ah, ich habe die ganze Zeit die Zeit jetzt weiterlaufen lassen. Nicht. Return to. Ja, okay, Wie, das wo war jetzt kann ich das unlucky. machen? Du hast oben rechts mehrere Balken. Ja. Ganz oben rechts, ne? Der zweite von links wäre der Shop. Öffne mal den Shop. Hier, ja. Dann hast du oben Aurum und Premium. Geh auf Premium. Ja. So, und dann hast du ja da unten deine Privileg-Bonus-Sachen, die du dir täglich abholen kannst. Da musst du mal Take All Ja. machen. Und bei Hab ich ja. Second hast du dein Doppel-XP. Da Ah machst du ja. einmal Activate und dann Freeze. Loot Double XP. Activate Loot. Ja, und wenn du das aktiviert hast, kannst du es so wieder freezen. Gut, oder? Was ist mit Activate? Ja gut. Wie komme ich jetzt hier raus? Einfach oben rechts auch, wo der Premium Shop gewesen ist, gehst du auf Return to. Also Return to World heißt das. Das ist aber nicht ausgeschrieben. Dann kommst du instant raus. Open Shop, click to. So, ich werde aber jetzt wieder zurückgehen in die Hauptstadt, mich da mal eine Runde nackig machen. Ach hier, Return to the World, genau, ja. Ach je, Alter. Ah, das mit den 300 Mobs, wenn du erstmal so viele hast, das ist dann schon anstrengend, ja. Und diese Spieler hier, zack, weg mit euch. Was habe ich denn? Habe ich einen Trank? Ja, für 16 Minuten. Das sind immer die kleinen Tränke hier, ne? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Du bist ja ein großer, ne? Für 16 Minuten gibt es hier. Die sind halt umsonst. Ich weiß nicht, ob ich die. Gib mal her, Winezeller, was hast du denn? Du hast ja den großen Trank. 30 Minuten. Gib mir den mal. Da einmal Schrimps. Repair all. Und dann kriegst du von mir die zwei Sachen, die brauche ich nämlich. Weil dann habe ich die großen. Ich glaube, das ist So. das und das auch mal und Hot Spring, Hot Spring. Hot Spring ist, Springe, 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 schön. So, dann bitte einmal hier und einmal hier. Jawohl. Das hält nämlich dann schön lange. Achso, das andere wäre auch 16 Minuten gewesen. Lucky. Next Round. Werde ich mir stimmt. merken fürs nächste Mal. Jetzt brauchen wir. Was brauchen wir? Wir brauchen Köder. Wir brauchen hier die Würmer. Genau. Kann ich davon nicht mehrere kaufen? Wie kann ich davon mehrere kaufen? Ich will da jetzt hier nicht. Schande, die ganze Zeit rechts zurück. Du, was wird nicht jetzt? Kann ich jetzt meine Skills aktivieren? In 132, ist das sinnvoll? Soll ich das jetzt erstmal so lassen, dass ich mit Boa und Spirit auf 40-40 bin? Ja, du, also das Ding ist halt, du kannst mehr in Verteidigung gehen, mehr in Stärke gehen. Und Spirit ist ja im Grunde genommen auch ein Verteidigungswert und in dem Sinne Ich für deinen spiele Mana, ne? jetzt in Strength und Dexterity. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich habe nicht so viel Ahnung. Da musst du dich mal mit Soul unterhalten oder so. Auch was der halt trainiert hat oder geskillt hat in der Zeit. Auch noch ein bisschen auf 45 hier so. 44 hier. Hier noch ein bisschen. Boah, ja, wie fische ich denn noch? Was war das denn? War das nicht hier? Dann mache ich das auf 50 und dann muss ich die Beine hoch. Oder war das So. ein Teil? Ach nee, ach, ich dussel. Ja, hat Klick sich da einer schon drauf. jemand Klick, klick. den Anzug gekauft oder was? Sehr schön. Ah, jetzt. So, aber Micha, warte mal eben kurz. Leute, das soll es auf jeden Fall für heute erstmal gewesen sein mit Revelation Online. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
meine, waren echt viele, viele Leute da. Auch YouTube. Das war der zweite Tag. Ich werde jetzt in Ruhe essen, noch den schönen Abend genießen. Und ich denke mal, wir werden uns dann ja in aller Ruhe morgen wiedersehen zum dritten Tag. Ich werde bestimmt jetzt noch ein paar Sachen machen danach. Also jetzt erstmal Essenzeit, deswegen auch hier in den heißen Quellen. Und werden uns dann, werde mich noch mit ein paar Sachen beschäftigen. Die Berufe, je nachdem, ein bisschen nachholen und so. Da bin ich jetzt ein wenig hinterher. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend. Und je nachdem, wann ihr es guckt auf YouTube, noch einen schönen Tag und so. Viel Spaß bei Revelation. Bis dahin.